Frau Ostermeier, ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Oh, ich habe mich kurzfristig zu einem Besuch entschlossen. Na, Sandra wird sich freuen. Wo stecken die? Keine Ahnung, ich habe sie auch schon gesucht. Hatten Sie Streit? Naja, ich mache mir ein wenig Sorgen. Ja, da sind wir schon zu zweit. Möchten Sie eine Tasse Tee? Gerne, warum nicht? Danke, danke. Geht es um Lukas Zastrow? Ja, natürlich. Vertreibt uns beide ja die gleiche Sorge um. Sandra wollte mir einreden, dass ich da völlig falsch liege. Danke. Das glaube ich Ihnen. Sie ist nun mal blind, was diesen Typen angeht. Den Eindruck habe ich auch. Wissen Sie, es ist ja völlig egal, ob der Mann seiner Frau was angetan hat oder nicht. Fakt ist, er tut Sandra einfach nicht gut. Darf ich fragen, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen? Ich hatte plötzlich solche Angst, dass etwas nicht stimmt. Und dann sagt der Frauenarzt zu mir, ich bekomme Zwillinge. Ist das nicht toll? Felix und ich müssen zurück nach Kanada. Und vorher noch nach Tschechien wegen meiner Dirndl-Kollektion. Was machst du nur für Sachen, Rosalie? Rosalie! Rosalie, wach auf! Wach auf, Rosalie! Nicht sterben! Rosalie! Jetzt wach auf! Du kannst doch nicht wirklich. Und wie ich das kann. Wir zwei fahren jetzt zusammen gegen diese Baumstücke. Rosalie? Gib's auf. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Komm, jetzt sei mir nicht mehr böse. Ich kann dir doch gar nicht lange böse sein. Schließlich bist du doch meine Lieblingsschwester. Kunststück, du hast ja auch keine andere. Du musst wieder aufwachen. Hörst du? Du darfst nur nicht aufgeben, dann schaffst du es, ich weiß das. Und wenn du wieder gesund bist, dann kommst du uns in Kanada besuchen, okay? Also, bis bald. Moment! Wow! Willst du nicht reinkommen? Klar! Ja, ja, ja! Heißer Fummel. Kleid, meine ich. Ich hoffe, das hast du nicht irgendwo geklaut? Keine Sorge, ich bin clean. Sieht teuer aus. Flohmarkt, ich habe beinhart gehandelt. Was denn das? Trink, was zum Trinken?
lass mal die Korken knallen. Wunderschön. Gesundheit. Oh Mann. Sehr romantisch. Entschuldigung, das... Lukas Zastrow ist die Berechnung in Person. Er hat Rosalie Engel nur geheiratet, um an ihre Anteile zu kommen. Sandra ist ausgeflippt, als ich das behauptet habe. Die pure Habgier. Aber gut. Die Mutter ist schließlich genauso. Warum nur fällt Sandra auf ihn rein? Ich habe keine Ahnung. Sie hätten mal erleben sollen, wie er ihre Tochter und die Engel gegeneinander ausgespielt hat. Dieses Hin und Her, ja. Und kaum war mit Sandra Schluss, hat er sich mit der Engel verlobt. Das ist unfassbar. Aber warum er sie dann auch noch gleich heiraten musste? Ja, aber Frau Ostermeier, das bestätigt doch nur unseren Verdacht. Er wollte an ihre Anteile, mehr nicht. Und sobald die ihm sicher waren, hat er seine Frau verlassen und sich wieder an Sandra rangemacht. Was will er nur von Sandra? Sie ist doch völlig mittellos. Sie passt doch gar nicht in sein Beuteschema. Sandra ist die Tochter von Werner Saalfeld. Er ist total verschuldet. Nein. Ich meine, er ist es, aber Lukas Zastrow wird davon ausgehen, dass Werner, dass er seine Schulden tilgt und damit bald wieder Herr über seine Anteile wird. Und dann wäre er durch eine Heirat mit Sandra im Besitz weiterer Hotelanteile. Ganz genau. Und die Zastrows wären endlich am Ziel ihrer Träume angelangt. Sie hätten die alleinige Macht über den Fürstenhof. Anne mit Katja an der Rezeption, da taucht plötzlich dieser Typ von der Kripo auf. Kriminalhauptkommissar Meiser. Mir ist vielleicht das Herz in die Hose gerutscht. Ja, und deine Schwester? Die wäre fast gestorben, als er mich gefragt hat, wo sie steckt. Achso, der hat gar nicht geschnallt, dass sie neben ihm stand. Nicht die Bohne. Man muss ja auch denken, der Fürstenhof ist eine Mördergrube. So oft wie der hier zu tun hat. Ja, das meiste ging doch auf das Konto von der Heidenberg. Gott sei Dank ist sie noch im Knast. Trotzdem, irgendwie kommt der Fürstenhof nicht zur Ruhe. Schon irgendwie unheimlich, oder? Vielleicht liegt ja ein Fluch auf dem Hotel. Ich sollte mal die Karten befragen. Aber nicht heute Abend. Ich lade dich ein. Ins Kino. Ich dachte, wir kochen. Katja braucht sturmfreie Bude. Ah, ich verstehe, sie hat also ein Date, ja? Mit Ben. Ich finde das eigentlich viel zu riskant. Wieso, ist doch ein netter Kerl? Ja, aber der ist doch so ein Plappermaul. Der bringt's noch fertig und erzählt jedem im Hotel, dass Page Kai seine große Liebe ist. Ich hätte gern zu gern so ein Wichlers Gesicht sehen. Aber wenn da was durchsickert, dann steht 0, nichts Mais auf der Matte. Und dann haben wir den Salat. Sollte Katjas Tarnung denn aufliegen? Ich meine, dann würde er sich doch ins eigene Fleisch schneiden. Kann es sein, dass du dein Handy im Spind vergessen hast? Nein. Ja. Lecker. Yep. Moment. Ganz schnell gehen. Wenn du dein Chaos nicht hättest. Gleich. Liebe Güte, das sind ja zig Anrufe vom Kindergarten. Wird schon nichts Schlimmes sein. Wir weinen schon seit 2 Stunden. Okay. Sie meinen, ich sollte ihn früher abholen. Okay, dann. Nee, ich mach das schon. Na.